Hi Joko. Hi Klaas. Wusstet ihr, dass die Einkaufstüte 241 vor Christus von Papyrus Pythagoras erfunden wurde? Da es noch das Zeitalter der Antike war, bestand die Tüte nur aus mundgeblasenem Plastik. Mit dieser Erfindung wurde er extrem reich und ließ sich in einer Tüte aus purem Gold bestatten und erfand damit auch gleichzeitig den Sarkophag. Von ihm überliefert ist auch euer nächstes Spiel. Steven, hol die Schriftrolle raus und erklär es ihnen. Eintüten. Das mache ich sehr gerne. Fonda, das war eine wunderschöne Geschichte. Und diese Geschichte führt uns direkt zu euren nächsten Gegnern. Wir haben sie schon kurz kennengelernt. Sie sind die lustigsten Menschen im Internet. Hier sind Dennis und Benny Wolter. Die Sonne scheint. Hey, lass mal alle. Moin, Sam. How are you doing? Very good, very good. Sag mal, das Spiel nennt sich Eintüten. Ich habe mal eine Frage an euch. Ihr seid ja absolute Superstars. Geht man denn als Superstars noch selber einkaufen oder lässt man für sich einkaufen? Ich dachte, du meinst Deals, dicke Deals eintüten. Dicke Deals auch? Könnt ihr bestimmt eintüten. Aber natürlich, also ihr weckt uns ab. Ich kaufe manchmal für den Benni ein. Ja, wenn ich so Knieprobleme habe oder Rücken, dann geht Dennis für mich mal einkaufen. Lässt ihn Pampelmusen kaufen. Und dann, Pampelmusen kaufen, sehr schön. Wir machen alles selbst. Ihr macht alles selbst, ich weiß das doch. Und deswegen auch die Frage zur Einleitung für die Regeln für dieses nächste Spiel. Es geht darum, dass ihr möglichst viele Sachen einpackt und eintütet in Einkaufstüten. Mit so viel Gewicht befüllen wie nur möglich. Und dann müsst ihr sie anschließend von der Einpackstation zur Wiegestation tragen. Ihr seht hier, kommt mal ganz kurz mit, identische Produkte. Joko und Klaas, ihr spielt links, Dennis und Benny rechts. All diese Produkte, von denen könnt ihr euch bedienen und die einpacken und nutzen. Ah. Wichtig ist, alle Gegenstände, die ihr einsetzt innerhalb einer Runde, verschwinden anschließend dann vom Tisch. Also ihr dürft sie nur einmal benutzen. 90 Sekunden habt ihr insgesamt Zeit zum Packen. Dann lasst ihr die kurz hier stehen. Dann tragt ihr sie nacheinander bitte rüber. Wichtig beim Tragen. Warte mal, Moment mal. Können wir alle drei voll machen? Oder wie? Nein, eine nur. Eine. Das sind nur Ersatztüten, falls die erste reißt. Okay. Tragen, Dennis und Benny, ja. Tut ihr bitte jeweils an einem Henkel. Nicht, wie man das gerne klassisch macht. Man kauft zu viel und hält unten fest. Ihr müsst sie an beiden Henkeln festhalten. Dann tragt ihr sie rüber, packt sie da bitte auf die markierte Position. Und wir werden die Einkaufstüten mit Inhalt wiegen und schauen, wie viel Gewicht ihr eingepackt habt. Wir spielen insgesamt 4 Runden und addieren das Gewicht jeder einzelnen Runde zusammen. Und das Team, das am Ende am meisten Gewicht eingetütet hat, gewinnt. Okay. Das heißt, auf diese Markierung, nicht auf die Waage an sich, sondern auf das Genau, die Markierung. Auf die Waage machen wir im Anschluss. Okay. Also, die erste Runde ist die Plastiktüte. 90 Sekunden habt ihr Zeit. Gutes Spiel. Die erste Runde ist die Plastiktüte und wir können von allen drei Tischen nehmen, was wir wollen. Ja, genau. Das sind eure drei Tische. Das sind die drei Tische von Dennis und Benny. Aber wenn ihr einmal zum Beispiel einen Kürbis eingepackt habt, dann verschwindet er für die nächste Runde. Gut, dann starten wir mit der Plastiktüte und den ersten 90 Sekunden. Los geht's. Überleg erst mal, warte mal. Das ist ja doch stabiler, als man denkt. Nee, komm, keine spitzen Sachen. Oh, das ist aber nicht so handyartig, sag ich ja, die Stimme. Genau, also gepackt, guck mal, gepackt wird hier. Oh, okay. Dennis und Benny da. Ah, okay. Auf dem Tisch. Können die Sachen anfassen, rüberbringen. Ganz ehrlich. Nee, komm, stabiler, bitte. Komm, nur mal ganz kurz anfassen. Halt, wir haben auch nicht die Zeit, das alles zu machen. Das passt doch nicht. Wo ist denn die Zeit? Gib mal Milch. Ah. Komm, jetzt tu mal hier das Ding. Ich tu mal so, als wenn ich ein paar Kirschen hole. Mach ich mal so. So, ihr habt noch eine Minute, dann ist die Packzeit zu Ende. Dann wird getragen. Jeder einen Henkel. Sie darf nicht reißen. Alle Gegenstände, die ihr verliert, werden nicht gewogen. Das läuft bei euch. Ja, wie beim Autofahren. Genau das Gleiche. Hör auf mich. So, ein paar Schräubchen. Ah nee, das macht der Tüte natürlich kaputt. So, dürfen wir das hier aufmachen oder muss der ganze? Wir können die ja testen, Joko und Klaas, anheben und zu gucken, ob die hält. Ihr habt noch 30 Sekunden. Oder willst du die lieber rausnehmen und die reinmachen? Nee. Hä? Ihr könnt die auch testen, Dennis und Benny. Schauen, ob die hält oder ob die reißt. So, wir kommen jetzt so langsam zum Ende eurer Packzeit. Nur Minisachen. Das zählt jedes Gramm. Hier.
10 Sekunden. Tu es rein. Jeder einen Henkel, denk dran. Und die Zeit ist zu Ende. Stopp. Da kommt nichts mehr rein. Wir starten mit Joko und Klaas. Okay. Also, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ihr tragt die Plastiktüte samt Inhalt rüber. Alles, was jetzt rausfällt auf dem Weg dahin, oder falls die Tüte reißt, das wird nicht mitgewogen. Die fangen an. Und los geht's. Drüben abliefern, hinstellen. Ihr seid gleich dran. Ja. Ist mehr als ihr. Ist mehr. Was machen wir? Wohin? Und da auf die Markierung packen. Jetzt ist alles safe. Könnt ihr auch hinlegen. Ein Salat. So. Lass die so. Biegen wir gleich. Jetzt seid ihr dran. Dennis und Benny, einmal rüber auf die andere Seite. Abstellen. Bist du bereit? Nicht unten anfassen. Wo kommst du? Wo gehst du hin? Komme ganz ruhig. Wo gehst du hin? Du schon sehen okay. Nach mir? Gleich Schritt. Den Henkel. Nicht vorlaufen. Ist das Henkel? Ja, ist Henkel. Oh. Bleib bitte stehen. Ach, wir dürfen los, oder ja. Was? Ja, logisch. Bist du Wurzel schlagen? Das ist zu leicht. Das sieht so süß aus. Was war das denn? Mein Boden, das war der Boden hinter mir. Die Schlange. Das ist zu leicht. Benny ist der ruhigere von euch beiden, ne? Ja, ich merkt man. Ich hab's alles im Blick. So, gut, abstellen, wunderbar, auch da nichts passiert. Alles gut? Danke. Wir wiegen jetzt als allererstes mal euren Einkauf. Eine fette Melone noch da drin. Also, das haben sie alles transportiert, ohne dass das runtergefallen ist. Ich leg das jetzt einmal alles auf die Waage oder stell's drauf. Und wir sehen insgesamt, warte mal ganz kurz. Kein Arzt, geh mal zur Seite, bitte. 7,502 Kilogramm. Hier. Und auch hier. Ich glaube, das ist auf jeden Fall leichter, aber es zählt ja Runde für Runde. Och, hier zusammen. 4,934. Yes. Wunderbar. Zurück. Ganz ruhig. Wir spielen insgesamt. Wir spielen insgesamt 4 Runden. Als nächstes haben wir die Papiertüte. Auch hier gilt 90 Sekunden lang einpacken, rübertragen und wir wiegen. Und die Zeit startet jetzt. Da kommt doch die Packweise an. Hier, tu mal erst das Ding rein. Tu mal die Erde. Sollte eine Tüte kaputt gehen innerhalb der Zeit, könnt ihr eine neue nehmen. Ist das schlau? So, schön Frischmilch. Jetzt kannst du da was dazwischen machen. Warte, ich hab was. Nimm mal hoch, guck mal. Ihr habt noch eine Minute Zeit. Kannst du noch so ein paar so hier so... Warte. Nee, warte mal, hier ist schon ein bisschen dran. Das geht. Warte. Schraubenzieher. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Kannst du auch mal anheben, weil du räumst nur rein. Das klappt schon. Kannst du kurz anheben? Ganz kurz mal anheben, damit du auch das Gefühl hast. Du auch. Ja, das geht. Okay. Ach, Mann. Ihr habt nur noch 30 Sekunden. Ruhig. Ich kenne solche Tüten, das funktioniert. Rüben hier noch rein. Ich bin älter, ich entscheide. Das ist nein, ich will nicht wieder 2 Kilo da liegen, da sitzen haben. Aber Benni, guck mal, teste das doch. Ja, ich hab's getestet. Das war doch erfolgreich. Kannst du nochmal bitte testen? Ja. Die Zeit läuft euch davon. 13. Die letzten 10 Sekunden. Ist das Kohlrabi? Denkt dran, die Tüte muss hier vorne stehen, Joko und Klaas. Hier auf den Tisch, bitte. 3, hier, 2, 1 und Schluss. Gehen wir aus den Augen. Wir starten jetzt mit Dennis und Benny. Ja. Ihr tragt eure Tüte rüber, hoffentlich ohne, dass sie reißt. Wieder auf die Markierung stellen. Jeder einen Henkel. Ruhig. Du hast einen kompletten Werkzeugkasten reingeräumt, ne? Ganz ruhig. Wenn du ruhig sagst, wird es nicht leicht. Das hilft total, wenn man zur Tüte sagt, Psst. Okay. Die spitzen Sachen, die du reingeräumt hast. Was ist da passiert? Alles gut. So, jetzt sind wir am Ziel. Wenn jetzt reißt, dann reißt. Achtung beim Hochziehen. Achtung, ja. Ruhig, entspannt. 1, 2, 3. Nicht unanfassen. Nein. Nicht unanfassen. Ein klassisches 1, 2, 3. Sehr gut, geschafft. 2, 3. Vorne. So, wieder jeder einen Henkel. Warte ganz kurz. Los geht's. Wow, das ist aber ein gesunder Einkauf. Klar. Und nichts passiert, auch die Tüte hält.
Wir wiegen jetzt zuerst die von Dennis und Benny. Ihr müsst auf jeden Fall Gewicht gut machen. Ja. Oh, aber die ist ganz schön schwer. So, wir stellen sie rauf. Und es sind sage und schreibe 9,667 Kilo. Ja, ja. Und jetzt bei euch können sie ein bisschen Abstand gut machen, aber die ist auch ziemlich schwer. Ich sag mal 8,5. Nein, das ist schon mehr. Scheiße! 11,567! Wow! Ich muss euch ein bisschen Mühe geben. Gut! Risiko! Willkommen zur dritten Runde. Und da haben wir eine kleine Mülltüte vorbereitet. 90 Sekunden auch jetzt wieder für euch zum Einpacken. Seid ihr bereit? Ja. Gleich an dem gelben Ding dann tragen? Oder? Ihr müsst die an den gelben Dingern tragen. Kannst da zubinden und dann dran ziehen und tragen. Ja. Aber ist ja egal. Ich diskutiere das nicht mit euch. 90 Sekunden. Herr Professor Müll sagt, hat gebrochen. Jetzt! Rein! Herr Professor Müllsack, hast du mich genannt? Sehr gutes Fachwissen hast über die Beschaffung von Müllsack. Warte. Oh, ja. Also ihr tragt sie wirklich nur an den gelben Henkeln. Oder an den Bändern, mit denen man eine Mülltüte schließt. Das kann man testen, glaube ich. Safety-mäßig. Warte, ich teste mal an. Die 8 tue ich nicht rein wegen Unglück. Aberglaube. Ja. Eine Minute noch. Zieh mal hier. So, ihr beiden, ihr müsst jetzt mal vielleicht miteinander arbeiten. Wir gehen aufs Risiko. Aber es ist auch großartig, dass Dennis Dinge auspackt und Benny. Was machst du denn da wie zu Hause? Wirklich? Deswegen sind wir immer leichter. Komm, wir packen jetzt einfach ein. Nee, nee, wir müssen aufs Risiko. Wie mein Hausmüll. Ganz viel Elektroschrott und ein paar Aubergine. Wie ist besser? Ja. Ja, das macht. Mit der Packung. Guck mal. Ihr habt noch 30 Sekunden, eine halbe Minute. Wenn das so in die Breite geht und nicht zusammen. Ich würde auf jeden Fall etwas Spitzes einpacken. Ja? Nein, nein. Ach so. Nicht sowas sagen, der nimmt das ernst. Ja. Verteilung ist wichtig. Ja, warte mal. So viel mehr geht da gleich nicht. Jeder einen Henkel gleich. 10 Sekunden noch. Das kann über den Boden schleifen. Geht noch was? Noch ein bisschen mehr. Ganz kleines bisschen nur. Nee, ist 5. Ja, vielleicht. Tu rein, das ist schwerer als jetzt, oder? Und. Okay. Passt. Schluss. Gut, wir starten mit Joko und Klaas. Jeder einen gelben Henkel oder ein gelbes Band rübertragen, ohne dass sie nach Möglichkeit reißt. Und ihr startet, wann immer ihr wollt. Und ich hab noch gesagt, ist das nicht... Die Sache noch. Aber wenn wir uns auch nicht drüber kriegen, ist das für keinen Punkt. Gut. Mit einer Hand, mit einer Hand. Weißt du, was wir machen? Wir machen das ganz, ganz kurz am Boden. Guck mal hoch. Wir müssen das eine hochheben. Ihr habt's geschafft. Schnell sein! Das gilt auch für euch. Eine Hand, jeder eine Hand an den Henkel. Und wann immer ihr wollt. Warte, Sekunde. Bitteschön. Oh. Komm! Oh, du, da. Ja, das ist sehr darf wir weitermachen? Nee, das ist gerissen. Das ist aber ja, wir dürfen noch mal befüllen? Nein. Hast nur in den 90 verstanden? Sekunden dürft ihr befüllen. Darf ich das behalten, was da drin ist? Du darfst das, was da drin ist, nicht behalten. Du darfst aber die Mülltüte mitnehmen. Das also ist noch. Ich wollte es sowohl ausprobieren, wollte er nicht. Und ich wollte nicht rennen. Das wollte er aber. Sie spiegelt wieder mal auf deine Kappe. Also, das wiegen wir nicht. Wir wiegen aber auf jeden Fall die Mülltüte von Joko und Klaas. Aber warum denn? Wir haben doch jetzt gewonnen. Nee, es gibt dann noch eine vierte Runde. Wer weiß, was sie da einpacken. Ja, genau. So, jetzt mal ganz ruhig. Und weil es so schön ist, wollen wir uns das auf jeden Fall angucken. Weil die sich so gut verstehen, die beiden. Gut, also hier sind jetzt drin 7,765 Kilo. Damit seid ihr insgesamt jetzt bei einer Summe von... Du bist gerannt. 26,834 Kilo. Also 12,2 Kilo mehr. Aber können wir noch gewinnen? Ja, klar. Können wir die Sieger der Herzen werden? Ihr könnt noch gewinnen. Theoretisch ist alles möglich. Wenn einer von euch praktisch bei in die Tüte mit reingeht. Ja, genau. Also. Ach, okay, wir müssen quasi am Ende mehr gewinnen. Wir kommen zur... Warte mal. Was hast du gerade gefragt? Lass ihn auch mal. Frag mich. Am Ende zählt das Endgewicht von allen Runden. Willst du mich veräppeln? Du hast das Meister gefunden und du denkst, ich bin dumm.
Steven, ist das nicht schön, dass du auch mal siehst, was du an uns hast? Ja. Also ich genieße das jetzt noch viel mehr, wenn ihr mir nicht zuhört. Ja. Gut, also 12,2 Kilo machen? Liegen die vorne. Vierte, letzte Runde startet jetzt, 90 Sekunden, klassische Plastiktüte, los geht's. Halt nur auf. Ich mach es mal, wir machen es. Aber wir müssen doch mehr haben als 12 Kilo. Nur, ich wollte nur zeigen, wie wir das packen. Okay. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bei uns. Das spornt mich an. So, hier. Nee. Machen wir irgendwann eine Sendung nur mit Autofahren und Einpacken. Das wird sein. Auf Sat 1. Ja, das ist noch gut. Hier. Warte. Bleib sie doch übertrumpfen. Bleib doch einfach logisch. Nimm doch eine Aubergine. Aber guck mal, das finde ich, wieso packt ihr unterschiedliche Tüten? Nee, weil die da gerade schon lidiert ist. Ach so. Nicht mehr. Wir haben noch. Aber ich finde gut, dass Joko und Klaas nicht sagen, wir packen nur einen Tennisball ein, sondern ihr wollt. Aber wir möchten Maßstäbe setzen. Ja, ihr wollt neue Maßstäbe. Zukünftige Gegner einzuschüchtern, zur Aufgabe zu zwingen. Würde ich auch mal. Wenn das bevor sie zusagen, kommt. Dass wenn jemand angefragt wird, ob er gegen uns antreten will, dass er zu Hause so. Dass sie dieses Video vorgespielt eine Angstattacke kriegt. Genau. Und das würde ich machen. Wir in der Anfrage mit. Ich halte es mal fest, sonst gibt es um. Trotzdem habt ihr nur noch 30 Sekunden Zeit. Wir sind gerade im Angebot. Gestattet. Geht da noch was? Ja, aber das reicht ist doch viel zu. Jetzt die Hand nach oben drauf. So boah, das ist viel. Okay. Bitte aber noch, oder? Nee, mach die Honigmelone da raus. 15. Das geht aber noch, Dennis, komm, mach den Putzfarbeimer. Mach den und Farbeimer. Die letzten 10. Tu den Farbeimer drauf. Ja. Und. Eco Queen. Okay. Zeit ist um. Was ist drin? Gut, also, Joko. Klaas, einmal die Tüte rüberbringen, ohne dass etwas abreißt. Safe. Ja. Ist doch nicht safe, ne? Oh, guck mal hier. Das war. Fing an zu rasten, aber egal. Ist ja rübergekommen. Test mal eben. Dennis und Benny, ihr seid dran. Ja. Danke. Komm, langsam. Und los geht's. Langsam oder schnell? Langsam. Ich würde schneller gehen. Das reißt. Langsam. Das reißt. Ja. Sehr gut. So. Warum hat er langsam gesagt? Ich weiß warum wollen Sie langsam laufen? Gut, wir biegen als allererstes eure Tüte und gucken mal, was wir zu den 26 Kilo dazu addieren können. Zwei. Und da kommen weitere, oh, guck mal hier, weitere 11 dazu. Das wird knapp. Ja. Niemals. Also, ihr habt ziemlich schwer gepackt. Guck mal hier, wie die da unten schon gerissen ist. Ja, aber was da alles drin ist, Bowlingkugeln. Sieht von unten aus. Also ihr solltet auf jeden Fall im 20er-Bereich sein. Ja. Dann hättet ihr noch eine Chance. Benni. Ja, hast du ein gutes Gefühl, ja. Benni? Ich habe ein gutes Gefühl, ja. Ja, du auch, Dennis? Immer. Sonst wäre ich nicht hier. Ja. Das stimmt. Gut, also wir packen jetzt das einmal hoch. Ich dir helfen? Halleluja. Ja, bitte einmal den Farbeimer dazu stellen. Komm mal her. Und wir wiegen das Ganze und sehen, es sind. Oh! Schade! Oh, aber eine Runde. 0,11 Kilo. Damit geht dieses Spiel insgesamt auf jeden Fall an Joko und Klaas. Es hat nicht sollen sein. Aber jetzt mal im Ernst. Es waren nur 6 Kilo. Ja, komm auf die eine Seite, komm auf die andere Seite. Es waren nur 6 Kilo. Seid nicht traurig. Nein, aber wirklich sehr gut gepackt. Also wäre die Tüte nicht gerissen, und das war nämlich meine Tüte, die ich zuletzt gepackt habe. Und die gerissen. Da sollte noch eine Hantel drauf. Weil dann wäre es. Ja, genau. Du solltest noch. Alter! Oh. Oh, are you fucking kidding me? Oh, dieses Biest, ey. Ich hasse es. Wer hat die. Wo. Ja. Egal. Gut, vielen Dank. Ja. Also sind nur noch 2 da. Warum ihr seid Schrecker? Aber ihr seid leider weg, ihr 2. Es war trotzdem wunderschön bei vielen euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Dennis und Benny Wolter. Tschüss, Dennis und Benny Wolter. Auf bald. Super. Sehr gut gemacht. Danke. Sehr gut gepackt. Und ja. Die beiden haben sich da aber auch gekabbelt gerade. Ja, das müssen Dennis und Benny Wolter wissen. Noch sind wir nicht tot. This is my quest to find